Bilder sagen mehr als 1000 Worte, aber Tausende und Abertausende von Bilddaten, die muss man erstmal verwalten. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, das erklärt uns Produktspezialist Ralf Schöpferling. Ja, Rasterdaten. Was sind Rasterdaten? Rasterdaten sind eigentlich sehr gebräuchliche Datentypen, um die Erdoberfläche kontinuierlich zu beschreiben. Das ist wie bei der digitalen Fotografie. Wenn ich mit meiner Digitalkamera in das Gelände rausgehe und von einer Landschaft ein Foto mache, dann erzeuge ich eine Rasterdatei. Das ist im Prinzip eine Matrix aus Spalten und Zeilen. Und diese Rasterdatei kann beim geografischen Kontext dann eben auch von einem Satelliten kommen oder eben von einem Flugzeug oder von einer Drohne. Sehr gebräuchlich sind Rasterdaten auch, um beispielsweise Geländemodelle abzuspeichern. Und auch gut geeignet, um Wetterinformationen, also beispielsweise Klimadaten, in solcher Matrix eben zu verwalten. Auch eingescannte Karten werden in der Regel als Rasterdatei vorgehalten, wie zum Beispiel historische Luftbilder oder historische Karten. Auch die topografischen Karten werden in der Regel als Rasterdatei verwaltet und angeboten. Die Herausforderung, mit der wir es uns immer mehr zu tun haben, der wir uns immer mehr stellen müssen, ist, dass solche Rasterdaten immer hochauflösender werden. Das heißt, diese Matrizen werden immer größer. Das ist eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, dass wir beispielsweise bei den Klimadaten eine Rasterdatei für beispielsweise dieses Jahr haben und eine Rasterdatei für das letzte Jahr haben und diese beiden Rasterdateien einen thematischen Zusammenhang haben, aber wir sie trotzdem noch isoliert betrachten müssen. Also wir wollen sie zwar im zeitlichen Kontext betrachten können, aber eben auch noch isoliert. Oder bei bildhaften Daten ist es oft so, dass wir, da habe ich mal was mitgebracht, hier zum Beispiel diese Situation haben. Wir haben zwei Bilder, die zusammen ein Bildmosaik ergeben und dieses Mosaik möchte ich irgendwo darstellen können. Ich möchte dabei aber vielleicht dem Nutzer freistellen, ob er das eine Bild oder das andere Bild zuoberst haben will. Beide Bilder tragen ja bestimmte Informationen, die nach wie vor zugänglich sein sollen. Das sind die wesentlichen Herausforderungen beim Rasterdatenmanagement. Das heißt, ich muss es schaffen, kleinere Bilddatenkacheln zu einem großen Bild zu mosaikieren. Ich muss in diesem Zeitbezug arbeiten können. Und natürlich will ich jetzt keine großen Rasterdaten nochmal neu erzeugen und mein IT-System mit unnötigem Speicher belasten. Schön wäre es natürlich auch, wenn ich diesem Datenmodell irgendwie so eine Art Verarbeitungsvorlage oder so etwas mitgeben kann, dass dann der Konsument auch zum Beispiel entscheiden kann, ob er beispielsweise solche Luftbilder hier farbig oder vielleicht doch lieber schwarz-weiß anschauen möchte. Dazu hat Esri vor 13 Jahren ein Datenmodell auf den Markt gebracht mit der Version 10.0, das sich Mosaic Dataset nennt. Und dieses Mosaic Dataset löst all diese Herausforderungen. Wir werden uns jetzt in den kommenden 15 Minuten anschauen, wie man mit diesem Mosaic Dataset arbeitet und welche Tricks und Tipps es vielleicht auch gibt, um damit ein wenig bequemer arbeiten zu können oder auch bestimmte Problemstellungen in den Griff zu bekommen. So, schauen wir uns jetzt hier mal so ein Mosaik-Dataset an. Das sind genau diese Amberg-Bilder, die ich Ihnen auch gerade analog gezeigt habe. Das heißt, die sind jetzt schon zusammengesetzt in so einem Mosaik-Dataset, aber jedes von diesen Bildern hat eben einen schwarzen Rahmen. Und jedes Bild hat so einen sogenannten Footprint. Das ist diese grüne Geometrie, die dieses einzelne Bild umrahmt. Jetzt möchte ich zum Beispiel von diesen schwarzen Rahmen wegkommen, damit ich eben ein schönes Gesamtbild-Mosaik erzeugen kann. Und das kann ich machen, indem ich die Footprints neu berechne. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf eine Methode, die einfach nur die Distanz der einzelnen Footprints nach innen verkleinert, um in dem Fall jetzt machen wir mal 60 Pixel. Und wenn wir diesen Befehl dann ausführen, sollte es danach so sein, dass diese einzelnen schwarzen Rahmen, diese Luftbildrahmen, diese Marken
eben nicht mehr zu sehen sind, weil sie von der Geometrie in der Sichtbarkeit ausgeklammert werden. Hier sehen wir schon das Ergebnis und Sie sehen, die schwarzen Rahmen sind nicht mehr da und die Footprints, die aktiviere, gibt sich eben jetzt ein schönes Gesamtbild. Trotzdem, wenn wir jetzt hier in die Bildmitte mal hineingehen, können wir die Überlappungsbereiche durchaus noch auflösen. Jetzt sehen wir zum Beispiel diese Kirche in Amberg von der Schräge, aber wenn ich jetzt hier einen anderen Betrachterwinkel wähle, dann kann ich durchaus auch ein Nadir-Bild konsumieren, je nachdem, was ich eben in diesem Bild habe. So, anderes Problem. Wir erstellen Mosaik-Datasets immer auf drei verschiedene Arten und Weisen. Wir brauchen eine File-Geo-Database, erstellen dort das Mosaik-Dataset darin und fügen dann Bilder hinzu. Und dann kommen möglicherweise noch ganz viele andere Prozesse. Und um die Prozesse optimal zu halten, empfehle ich immer sehr gerne einen Blick auf die Imagery Workflow-Seite von Esri. Hier haben wir verschiedenste Szenarien, ganz genaue Beschreibungen, wie vorzugehen ist. Beispielsweise, wenn ich eben Satellitenbilddaten zu verwalten habe oder eben Daten aus einer Drohne oder eingescannte Karten oder höher aufgelöste Satellitenbilddaten. Hier finden sich ganz genaue Workflows. Und diese Workflows basieren alle auf dem Mosaic Dataset Configuration Script von Esri. Das sind verschiedene Skripte, die sehen dann im Explorer so aus, die mit verschiedensten anderen Angaben gekoppelt sind. Das heißt, ich habe hier ein MDCS-Python-Skript und dieses Python-Skript steuert andere Prozesse an und verwendet bestimmte Parameter, um die Dinge zu konfigurieren. Und diese Konfiguration, diese Parameter liegen in einer XML, in einer Konfigurationsdatei. Schauen wir uns die mal ganz kurz an. Jetzt hier für unser Beispiel, das sind Orthofotos, die verarbeitet werden sollen. Hier habe ich eben meine Kommandos in der XML-Datei stehen. Ich erstelle im Mosaic-Dataset, füge Raster hinzu und beschäftige mich noch mit einigen Attributfeldern, die ich dann auch befüllen will. Das ist die Aufgabe, die jetzt hier ansteht und über diese XML-Datei auch erfolgen soll. Da stehen also genau die Pfade auch drin, wo die Daten liegen, die ich jetzt hier hineinbauen will. Und hier werden die Felder definiert, die hinzugefügt werden sollen zu der Attributtabelle. Und hier werden sie dann auch befüllt. Und dieses Skript wende ich eigentlich relativ einfach an. Ich muss einfach eine Kommandozeile haben, in der ich dann hier mein Python-Skript hinzutue. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal ganz kurz den Ordner wechseln, in den Skripts-Ordner gehen, brauche ich also meine MDCS-Python-Skript-Datei. Und dann verwende ich einen Parameter, der nennt sich -i und in dieser Parameter gibt dann die Konfigurationsdatei an. Die findet sich jetzt hier wieder in den Parameter- und Config-Ordner und da ist eben meine XML-Datei, die ich gerade eben schon gezeigt habe und dann kann ich das Ganze eben starten und abschicken. Und was also jetzt passiert, es werden die verschiedensten Befehle interpretiert und die einzelnen Kommandos gestartet. Also man sieht hier, es wird zuerst ein neues Mosaic-Dataset erstellt in einer Geodatabase. Da kommt gleich mal hier der Hinweis, dass diese Geodatabase bereits existiert, aber das macht nichts. Und dann geht es eben los mit der Erstellung des Mosaic-Datasets. Und mit der Erstellung der einzelnen Felder, dem Jahr zum Beispiel, haben wir hier, aber wir haben noch andere Felder, die angelegt werden. Das finden wir hier in dieser XML-Datei auch. Wir fügen ein Feld mit den Angaben Best hinzu, mit der Quelle und ja, einige andere Felder, die jetzt hier nach und nach erstellt werden. Und auch in meine Log-Datei geschrieben werden, beziehungsweise mir hier in der Eingabeaufforderung ausgegeben werden. Jetzt sind diese Felder erstellt worden und es werden nun die Raster hinzugefügt. Auch hier in dem Fall wird eben wieder ein spezielles Python-Skript gestartet,
was dann dieses einzelne Kommando aus der XML-Datei eben abarbeitet. So, jetzt sind die Raster schon hinzugefügt worden und es werden nun die einzelnen Eigenschaften, die in der XML-Datei definiert sind, umgesetzt. Die Footprints werden erstellt. Das dauert normalerweise wahrscheinlich am längsten. Das ist eine relativ große Datensammlung, deswegen ist dieser Prozess hier ein bisschen langwieriger. Und dann werden noch die Felder, die ich vorhin erstellt habe, jetzt mit Angaben gefüllt. Und dann ist der Prozess fertig. Jetzt müsste das Mosaik-Dataset da sein. Gucken wir mal in der Karte nach, in unserem Katalog. Wir befinden uns hier übrigens bei Erftstadt, bei Köln, also der Gegend, wo es im Juli diese schweren Unwetter gegeben hat mit den heftigen Hochwasserereignissen. Und das ist diese Datensammlung, die also jetzt entstanden ist. Das ist mein Mosaik-Dataset. Und ich sehe im Moment nur die Footprints und noch keine Bilder. Das liegt jetzt wiederum an einem bestimmten Einstellungen in dieser Attributtabelle. Da gibt es sogenannte Min, Max, Low und High PS-Werte. Und meine Originalraster haben also eine Auflösung von 0,1 Meter, also 10 cm. Und der High PS-Wert, das ist der Wert, der sich ergibt, wenn die Daten Pyramiden haben, liegt bei 40 cm. Und dieser High-PS-Wert wiederum ist verantwortlich für den Max-PS-Wert. Der Max-PS-Wert ist standardmäßig immer das Zehnfache des High-PS-Werts, nämlich in dem Fall 4. Nun, diese Min- und Max-PS-Werte steuern wiederum die Sichtbarkeit. Min-PS-Wert 0 heißt also, ich kann eben bis zur Grundauflösung hineingehen. Und Max-PS-Wert bei 4 heißt, und das kann ich dann mit einer Formel auch ausrechnen, dass eben erst in einem bestimmten Maßstabsbereich dann die eigentliche Bildkachel sichtbar wird, wie wir es hier sehen. Hier sehen wir übrigens im Bild auch diese Abbruchkante bei Erftstadt und die Kiesgrube, in der dann das Wasser hineingelaufen ist. Diese Gegend war in den Medien im Juli sehr, sehr oft gezeigt worden. Nun, jetzt will ich ein Satellitenbild hier mit hinzunehmen, um den Maßstabsbereich, der bisher nicht angezeigt wurde, abzudecken. Also hier soll jetzt dann dieses Satellitenbild sichtbar sein. Ich könnte natürlich hier für diesen Datensatz auch ganz normale Overviews berechnen. Das dauert eine gewisse Zeit, bis diese Overviews da sind. Und gerade bei sehr, sehr großen Bilddatensammlungen, also auch vor allem bei Datensammlungen, die noch größer sind als diese hier, ist das eigentlich ein ganz schönes Verfahren, dass ich eben auf die Berechnung von Overviews verzichte. Und dieses Übersichtsbild füge ich einfach jetzt dem Mosaik-Dataset hinzu. Das hätte ich auch schon in dem Skript machen können, aber als Trick und Tipp zeige ich es Ihnen jetzt hier nochmal eben extra. Hier ist dieses Satellitenbild, was ich jetzt hier hinzufüge. Jetzt läuft der Prozess und jetzt ist es schon mit in die Sammlung aufgenommen worden. Hier unten sieht man jetzt dieses neue Bild. Dieses neue Bild hat jetzt einen ganz anderen Max-PS-Wert, weil es eben auch eine höhere Auflösung hat. Und diesen Übergang zwischen den einzelnen Bildern möchte ich jetzt natürlich definieren. Also da, wo der Max-PS-Wert der einzelnen Orthofotos bei 4 aufhört, soll der Min-PS-Wert der Satellitenbildszene anfangen. Jetzt gehe ich hier nochmal auf diese Abbruchkante. Hier sehen wir das Satellitenbild und hier sehen wir die Orthofotos. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Maßstabsbereich der Orthofotos verlasse, noch ein bisschen weiter rausgehe, dann müsste jetzt dann gleich das Satellitenbild kommen. Das ist jetzt also meine Übersichtskachel für dieses Mosaik-Dataset. Kommen wir zu einem anderen Beispiel. Wie kann ich denn Mosaik-Datasets erkunden? Hier haben wir einen Landsat 8 Service von Esri. Das heißt, wir können über den Living Atlas von Esri, der ist sehr angenehm über den Katalog zu finden und zu konsumieren, Landsat-Szenen direkt in unser Projekt bringen. Das ist jetzt hier einfach die Gegend von Freising und die Gegend von Kransberg, in der die Hauptniederlassung von Esri ist. Rechts unten sehen Sie den Flughafen aufleuchten. Diese größere Stadt ist Freising.
Und dieser Landsat-Dienst, das ist ein Image-Service und Image-Services fußen in der Regel auch auf Mosaic-Datasets. Und das ist also jetzt hier auch diese Tabelle des Mosaic-Datasets, der diesem Image-Service zugrunde liegt, den kann man sich angucken. Und der hat verschiedene Eigenschaften, zum Beispiel verschiedenste Zeiten. Da sind auch die Monate zum Beispiel gespeichert, in denen das jeweilige Bild, was hier darin verwaltet wird, aufgenommen wurde. Und jetzt gibt es eben diesen Raster Element Explorer im Kontextmenü meines Datendienstes. Und da kann ich jetzt hier in meiner Anzeigenausdehnung nach bestimmten Informationen suchen, also nach anderen Bildern, die in diesem Image Service enthalten sind. Im Moment sehe ich das sogenannte beste Bild, was eben zu oberst gelagert ist. Und jetzt suche ich mir mal die Daten raus, die in den Monaten Juni bis August verfügbar sind, also nur in diesen beiden Monaten. Da sehe ich, es gibt also 111 Bilder, die verfügbar sind. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weiter gehen und ich möchte nur die Daten angezeigt bekommen aus diesen Monaten, die auch bewölkungsfrei sind. Das heißt, ich baue mir jetzt hier eine neue Definition Query, der Monat eben von Juni bis August reicht. Und zusätzlich brauche ich dann noch eben die Cloud-Bedeckung, also die Wolkenbedeckung, Cloud-Cover, die eben in dem Fall 0 ist. So soll sie sein. Wenn ich diese Abfrage abschicke, bekomme ich jetzt nur noch zwei Auswahl. Das heißt, diese zwei Daten sind verfügbar, wolkenfrei für die Monate, für die Sommermonate. Ja, und dann kommen wir schon zu unserem letzten Tipp. Das haben wir jetzt hier ein thematisches Raster zum Blühbeginn der Hasel. Das ist so ein wichtiger phänologischer Datensatz. Also wann hat die Hasel angefangen zu blühen? Und das sind jetzt Daten, die eben von 1992 bis 2000 reichen. Also ein Beispiel für einen Datensatz, der verschiedene Zeiten beinhaltet. Und das Problem bei solchen Daten, wie sehen wir hier, dass der Wertebereich immer nur aus dem ersten Bild gezogen wird. Der reicht jetzt hier von dem 32. Kalendertag bis zum 86. Die anderen Raster haben aber ganz andere Werte. Nun, wie kriege ich es jetzt hin, hier eine Klassifikation hinzubekommen, die die einzelnen Wochen abdeckt? Dafür kann ich von sogenannten Rasterfunktionen Gebrauch machen. Da habe ich schon mal eine vorbereitet, um die Demo nicht zu lang werden zu lassen. Und diese Rasterfunktion besteht eben aus Zweien, also seine Funktionskette, wenn man so will. Und im ersten Schritt werden die ganzen Wochen oder die einzelnen Tage zu Wochen zusammensummiert. Das heißt, es ergeben sich jetzt hier 17 verschiedene Wochen, in denen die Haselnuss angefangen hat zu blühen. Und dann definiere ich noch eine Farbtabelle, um dann diese Klassen schön darstellen zu können. Und wenn ich diese Rasterfunktion auf das Mosaic-Dataset lege, schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an, wie das geht. Es geht einfach über den Katalog. Da muss ich jetzt zu meinem Mosaic-Dataset zurück. Hier ist es. Und kann jetzt hier diese Rasterfunktionen oder Funktionsketten zuweisen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Das Default-Template ist also diese Rasterfunktion, die ich gerade gezeigt habe. Also immer wenn das Mosaic-Dataset aufgerufen wird, müsste es eigentlich mit dieser Default-Einstellung dargestellt werden. Und wenn ich dann mal die andere Darstellung habe, wie jetzt in dem Fall, kann ich ja trotzdem noch umschalten. Da gibt es eben auch diese Kontextmenü-Einstellungen im Bereich Data. Und dann habe ich jetzt hier dieses Processing-Template. Und hier sehen wir also unsere 17 Wochen mit einer schönen Farbtabelle visualisiert. Und wenn ich dann diesen Datensatz hier abrufen lasse, dann sehe ich auch, dass es da sehr heterogene Bilder in den einzelnen Jahren gibt. Also die Hasel blüht tatsächlich in manchen Jahren sehr, sehr früh, natürlich in den Mittelgebirgen und Voralpengebirgen später als wie jetzt in den Küsten. Aber es ist doch sehr, sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr, wann diese Blüte in Deutschland beobachtet wurde. Damit die Konfiguration des mächtigen Mosaik-Dataset nicht ganz so komplex ist, haben wir einige wichtige Tipps und Tricks bekommen. Eine andere Session, die wir Ihnen hier empfehlen können, ist die zum Image-Server von Sven Biesdorf.